Die Pandemiezeit ist eigentlich ziemlich schrecklich. Sie ist nicht nur gefährlich, sie hat eine Menge negativer Folgen. Wir alle fühlen uns nicht wohl. Viele Menschen sind wirklich ernsthaft gefährdet. Wenn es etwas Positives gibt, und hier und da kann man ja versuchen, dem Leben auch etwas Positives abzugewinnen, dann ist es die Möglichkeit, uns wirklich in dieser Zeit, die uns ja auf uns selber zurückwirft, uns in Werke der Literatur, aber auch im Werke der Philosophie zu vertiefen. Hier im Hintergrund seht ihr ein paar. Es gibt eine Menge wirklich grandios toller Bücher, in die es sich lohnt, tief einzusteigen. Das Buch, was ich empfehlen möchte, ist sehr neu. Neo-Existenzialismus, geschrieben und herausgegeben von Markus Gabriel. Das Buch ist die Übersetzung eines bereits vor einigen Jahren auf Englisch erschienenen Buches mit Beiträgen unter anderem von Jocelyn Benoit und Charles Taylor. Wer mit Philosophie, mit moderner Philosophie etwas am Hut hat, wird den Namen Charles Taylor kennen. Es ist eher ein Hardcore-Buch, also nichts, was man so schnell runterlesen kann. Und die zentrale Frage des Buches lautet, was passiert eigentlich, wenn man den sogenannten neuen Realismus anwendet auf klassische Probleme des Existenzialismus. Und die zentrale Position dieses Buches lautet, es kann prinzipiell nicht gelingen, das Subjekt derart in der Natur zu verorten, dass es keiner weiteren Selbsterkundung bedarf. Damit ist gemeint vor allen Dingen die Art und Weise, das Selbst, das Bewusstsein in der Natur zu verorten, wie es die Neurowissenschaften in den letzten 20, 25 Jahren versucht haben. So funktioniert es also nicht, weil wir Menschen ja mit Geist begabt sind, das heißt mit einem Vermögen, ein Leben im Licht unserer eigenen Vorstellungen von diesem Leben zu führen. Und wie man sich selber verhält, ist eine der Kernthesen dieses Buches, ist auch konstitutiv dafür, wer man eigentlich ist oder was man ist. Die Pointe des Neo-Existenzialismus, heißt es direkt auf der ersten Seite, lautet in diesem Zusammenhang, dass unsere Selbstbestimmung zwar normiert ist, also man kann nicht Beliebiges behaupten, es gibt gelingende, aber auch scheiternde Formen von Wissensansprüchen bezüglich des eigenen Selbst, da wir schließlich beispielsweise entweder eine unsterbliche Seele haben oder eben keine. Aber falsche Überzeugungen bezüglich unseres Status als geistige Lebewesen sind gleichermaßen Ausübung derselben Selbstbildfähigkeit wie solche, die uns angemessen erfassen. Die Frage ist aber tatsächlich, welches Selbstverständnis ist uns denn jetzt eigentlich angemessen und von welchem Selbstverständnis können wir sagen, dass es falsch ist? Wer Antworten sucht in diesem, wie ich finde, hervorragenden Buch, gar nicht so dick, aber wie gesagt, gar nicht so leichte Kost, aber man hat was davon, Neo-Existenzialismus, erschienen im Verlag Karl Alber. Viel Spaß beim Lesen und vor allen Dingen gute Gesundheit. Passt auf euch auf.